Hallo ihr Lieben da draußen, heute möchten wir euch mal zeigen, wie wir uns einen Leuchtturm gegossen haben aus Teilen, die wir so zu Hause stehen hatten. Wir haben jetzt da einfach Plastikteile benutzt, die wir eigentlich für andere Sachen gekauft hatten, eigentlich für andere Sachen gedacht waren. Blumenkübel. Das war jetzt hier eigentlich oder sollte eine Blumenampel werden, aber man kann sie natürlich erstmal zum Gießen benutzen und dann immer noch weiter zweckentfremden für andere Sachen. Freut euch, was da noch kommt eventuell. Also wir gießen da jetzt erstmal aus diesen Teilen unseren Leuchtturm. Da wir jetzt hier mit Plastikteilen arbeiten, müssen die natürlich eingeölt werden. Dafür nimmt man einfach Speiseöl und ölt sich das ein, damit es hinterher besser rausgeht wieder. Das muss natürlich mit allen Teilen gemacht werden, die verwendet werden sollen. Und wir haben uns natürlich vorher im Kopf gemacht, was wofür gegossen werden soll. Danach haben wir uns unsere Teile ausgesucht. Am Ende seht ihr natürlich, wie das aufgebaut ist, was wir uns dabei gedacht haben. Jetzt sieht es chaotisch aus, aber am Ende seht ihr... Ja, das macht nichts. Die Spannung bleibt. Genau. Zum Ausgießen der Plastikteile haben wir uns natürlich wieder eine Betonmischung angerührt. Selbst angerührt aus einem Teil Weißzement und zwei Teilen Sand. Weil wir ja betonieren, arbeiten wir mit Beton und nicht mit anderen Sachen. Und damit füllen wir jetzt nach und nach jede einzelne Form aus, die dann am Ende natürlich zusammengesteckt wird. Und da brauche ich nicht jedes einzelne Teil zeigen. Wir gießen jetzt jedes einzelne Teil erstmal voll. Unsere einzelnen Teile sind dann jetzt gefüllt mit Beton natürlich. Und wir haben in die oberste, wie sagt man da, Plattform, die wir nachher nehmen, ein Solarlicht mit eingebaut. Soll ja natürlich auch leuchten. Warum nimmst du eigentlich Solar und kein Teelicht? Teelicht, weil offenes Feuer ist mir immer nicht geheuer. Und dieses Solarlicht geht halt an und aus von ganz alleine. Ihr müsst nicht aufpassen, ob eine Kerze umstürzt oder ein Teelicht irgendwie irgendwas anfackelt oder was auch immer. Für den Außenbereich Solarlampen, dafür gibt es sie jetzt. Einfach eine Solarlampe nehmen und fertig. Mit Solar haben wir schon mehrere Sachen gezeigt. Mit Solar haben wir auch schon mehrere Sachen gezeigt, genau. Wir haben jetzt unsere betonierten Teile 3 Tage in der Form gelassen. Und bei dem Wetter sind die jetzt einfach super rausgeflutscht. Also das war jetzt in der Schüssel. Dieses Teil hatten wir in dem Eimer drin. Hier hatten wir das drin. Und dieses Teil hatten wir eben hier drin. Und hier unten ist dann noch das Dach, was wir uns gegossen haben. Das war da drin. So, und dann kann man die Teile auch schon zusammensetzen und bemalen. Wir haben unseren Leuchtturm dann schon mal zusammengestellt und da der aus Beton ist, also die Teile sind wirklich schwer, wer mit Beton arbeitet, weiß, dass es schwer ist, kann man die Teile einfach übereinander stellen und die stehen. Braucht man nicht zusammenkleben oder was auch immer. Und somit kannst du immer wieder aufbauen und abbauen dahin, wo du es hinhaben willst. Genau, jetzt kann man sich eine Stelle suchen, wo man hinhaben will und wenn es einem da dann nicht mehr gefällt, baut man halt wieder ab und setzt ihn woanders hin. Aber wir bemalen den ja noch. So, und jetzt wird er nur noch angemalt und verziert und dann ist er auch bald fertig. So langsam nimmt unser Turm Gestalt an. Noch ein paar Türen und Fenster und schon ist er fertig. So, unseren Turm haben wir dann jetzt aufgebaut. So kann er erstmal stehen bleiben. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Deko, mal sehen. Aber für den Anfang bleibt er erstmal so. Und es folgen ja noch mehr von diesen Türmen. Mal schauen. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Probiert es einfach mal, ist ganz einfach. Wir sehen uns. Schaut mal, wenn es jetzt schummrig wird, dann gehen die Lichter von alleine an und aus. Da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Ich finde, das ist eine tolle Sache mit so einem Solarlicht. Also probiert es einfach mal aus. Und das verfärbt sich, guck mal. Ja, das ist auch cool. Man braucht sich um nichts kümmern. Ja, und stellt sich von alleine an und aus. Geht die ganze Nacht über jetzt so.